Hallo, ich bin Cynthia Bakumi und ich zeige euch heute, wie ihr Butter, Zucker, Eier schaumig schlagt. Es gibt zwei sehr wichtige Sachen dabei zu achten. Einmal ist die Reihenfolge, immer Butter, Zucker, Eier und vor allem die Temperatur. Alles muss dieselbe Temperatur haben und zwar Raumtemperatur. Ich fange mit der Butter an. Wie man sieht, ist die Butter auch jetzt schon schön weich. Jetzt schlage ich sie ein bisschen, bis sie sehr cremig ist und noch weicher und noch homogener ist. So, wie ihr seht, jetzt ist die Butter schön cremig und super homogen. Und jetzt kommt der Zucker dazu. Wenn ihr merkt, dass sehr viel von Butter und Zucker auf die Seite der Schüssel ist, dann nehmt doch mal kurz die Zeit, um das wieder runter zu kratzen, wieder in die Mitte des Schüssels zu tun, um weiter zu schlagen. Am Anfang ist die Masse sehr griesig, so sehr sandig, aber nachher ist es ganz luftig und ganz weich. Ich mache weiter. Jetzt ist die Masse schön luftig, alles schön zusammengeschlagen. Jetzt kommen die Eier hinzu. Auf die Größe der Eier kommt es nicht drauf an, nur die Temperatur. Die Eier lassen sich am besten trennen, wenn sie ganz kalt sind. Jedoch, wenn ihr die aufschlagen wollt, dann ist Raumtemperatur besser. Dann werden die Eigelb und Eiweiß wesentlich voluminöser beim Aufschlagen. Ich schlage die Eier vorher in diesem Gefäß auf, um erstmal zu vergewissern, da ist keine Eierschale dabei und auch, weil ich die Eier einzeln jetzt hier dazugeben möchte. So, und jetzt kommen die Eier dazu. Und so sieht man, dass die Masse irgendwie jetzt ganz dick ist. Dass es eine schöne, weiche, homogene Masse ist. Und jetzt darf ich weiter damit arbeiten. Entweder mache ich einen Rührteig damit oder einen Plätzchenteig. Mein Tipp für euch, wenn ihr hier nur Eigelb braucht, dann friert das Eiweiß ein. Einfach in eine kleine Tüte, das hält ewig im Gefrierfach. Wenn ihr das auftauen wollt, einfach über Nacht im Kühlschrank tun. Oder wenn ihr das wirklich schnell braucht, dann in ein bisschen warmem Wasser einfach mal auftauen lassen. Aber bitte dran denken, das gilt für Eiweiß, aber nicht für Eigelb. Eigelb kann man leider nicht einfrieren.